在欧洲街头求助，有没有人过来帮忙研究这个问题？我问路上的人。Hey, mein Freund hat eine Notsituation. Er muss nach Hause und er kann nicht Auto fahren. Könntest du uns helfen, das Auto zu ihm nach Hause zu fahren? Ich weiß nicht, ich fahre das Auto ist geklaut oder nicht geklaut oder. 然后我给他们一个惊喜。I never guessed that it would happen to me. 我爱你。我今天在跟我老公去 Duisburg 的火车站，这个中国人有紧急情况。你装一下私人，啊对，现在吗？啊对，装一下，都这样吗？这样行吗？真的是这样，笑死我了！我们现在去看一看，能不能找到一位见义勇为的人，把这个中国人送回家。Servus, schönen guten Tag. Haben Sie einen Führerschein? Kein Führerschein. Okay, danke. 你信他吗？他说他没有驾照。Hey, servus, hi.还是冰山。他怎么说？不知道，害怕。Servus, hi. Hey, mein Freund ist in einer Notsituation. Der ist mit seinem Auto hier. Also, er kann kein Auto fahren, sein Auto steht hier. Und können Sie nach Hause fahren, zum Helfen nach Hause zu kommen? Mit seinem Auto. Mit meinem Auto? Mit seinem Auto. Ja, mein Car. Warum kannst du nicht fahren? Du darfst nicht, ich verstehe das. Ob du ihm helfen kannst?Das geht nicht. Ich weiß nicht, ich fahre das Auto ist geklaut oder? Das ist ein bisschen ein bisschen komisch. Hi, servus. Sprechen Sie Deutsch? Hi, servus. Hi, grüß Sie. Mein Freund hat eine kleine Notsituation. Der steht hier mit seinem Auto und er kann kein Auto fahren. Und wir fragen, kannst du mit seinem Auto nach Hause fahren? Nee.Ich arbeite gerade. Ich bin in meiner Pause. Ich finde, die Frau hat eine Sicherheit. Ah, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Grüß. Hi, grüß dich. Hey, mein Freund ist in einer Notsituation. Der steht hier mit seinem Auto und er muss nach Hause. Er kann nicht mehr fahren heute. Can you help me to, please help me to drive the car for a short trip and send me to my hotel? Okay.Absolut. Weil ihm geht es gerade schlecht, er kann kein Auto fahren. Der kann kein Auto fahren, ja. Aber der hat Auto. Ja, genau. Das kann man zusammen machen. Das kann man. Wie lange hast du einen Führerschein? Zwei Jahre. 新手司机，我害怕。我给他准备了惊喜，会不会变成惊吓？ Can I speak English? Yeah, I also speak English. It's nice to meet you, Daniel. Nett, dass du hilfst. Chinesisch, oder? Ja, genau. Das ist Chinesisch. Wie cool ist das denn? Genau. What's the problem? You cannot drive the car, but you have car. Er ist aus China her gefahren, 26.000 Kilometer die Seitenstraße lang mit 10 Autos, ein Riesenkonvoi. I feel so tired and comfortable for them. A long trip from China to Europe and draws all maybe 14 countries around this line. Wir machen gerade eigentlich ein Social Experiment. Wenn du hier eine Not hast in Deutschland, ob die Leute helfen. Also ich bin immer so hilfbereit. Perfekt. Wir haben eine versteckte Kamera, ist okay für dich? Okay. Was fährst du für ein Auto selbst? Ich selber schaue kein Auto, weil ich bin Student, ich bin pleite. Here's the key. Oh, I never guessed that it would happen to me. 大家在路上，他说他只有20岁，还是非常年轻的小伙子。你好，先来。在的。打开空调。正在为你打开前排空调。Herzlichen Dank, dass du geholfen hast. Wie wichtig findest du Hilfe im Leben? Also ich finde, jeder benötigt irgendwann so Hilfe. Darf man Hilfe nicht? Genau. Wenn man Zeit hat, natürlich. Sorry for that.Was schätzt du, was dieses Auto in China kostet? Ich gehe von 80.000 mindestens. Ah, wow. Okay, fast. Sehr gut geschätzt. Also das kostet in Vollausstattung 24.000. Also, 24, ja. Ich plane sich jetzt BMW 5er kaufen. Okay. Wie findest du dann den Innenraum im Vergleich zu deinem Traum-BMW? Ja, geil. Muss ich sagen, es sieht schon sehr modern, so minimalistisch.Und es fährt sich auch so schön, weil es ist so leise, ja. Sehr leise. Die Seidenstraße ist so bekannt, oder? Ja, ja.
Genau, die haben jetzt halt 10-jähriges Jubiläum, deswegen haben die diesen Trip gemacht. Ah, okay. Die sind dann lang gefahren durch alle Länder durch. Wow, also das würde ich auch einmal gerne machen. Okay. Welcome. Die fahren im nächsten Jahr nämlich nochmal die Strecke ab. Könnt ihr zusammenfahren, hast du Lust? Ich habe viele Kollegen aus China. Ich kenne ihn schon seit 9. Klasse. Der heißt so Yu Tao Wang. Der ist mega verrückte Tier. Also vom Charakter her, der ist immer auch sehr, sehr, sehr hilfsbereit, höflich und sehr, sehr klug aus. Der lernt so gut wie nie, der ist nur am Surfen. Okay. Aber der schreibt lieber die Besten. Ich frage die Tau, wie ich hab's. Und ich kann nur Ni Hao Ma auf Chinesisch. Ah, wow. Wenn du deinen chinesischen Freund wieder triffst, dann musst du zu ihm sagen, Wo ein. Wo ein. Wo ein. Wo ein. Und was heißt das? Wo ein. Wo ein. Ja, genau. Was ist das? Niemand wird mir glauben. Thank you so much. 如果我们都可以这样互相帮助，一带路将会是更长的一段路。 开始前还遇到了一个惊喜，我们把汽车招德洛的事儿讲给洗车店老板听，德洛老板听了直接免费让我们洗车呀！真的没想到，其实他有洗车的过程。